Ihr steht jetzt mit eurem Gerödel entweder neben euch die Söldner, die gerade wie selbstverständlich auf dieses Zeltlager hinzugehen, um da eure Sachen jetzt wegzupacken, oder halt mit euren Taschen, die ihr braucht, auf dem Rücken geklammert, schaut unglaublich auf diese riesige Szenerie. Die alte Luft, die euch umweht, die Pyramide, die hier aus dem Dschungelboden nach oben gebrochen ist. Ihr könnt auch einige Kampfszenen, Statuen sehen, die auf den verschiedenen Stufen dieser Pyramide, dieser exischen Pyramide stehen. Einige, die Größendimensionen passen überhaupt nicht. Ihr könnt sehen, wie hier eine von diesen Echsen gegen eine Seeschlange kämpft, die allerdings genauso groß ist wie das Monster selbst. Vollkommen unrealistisch gehalten sind die Proportionen und die Stufen, die hier sich nach oben schrauben, ihr, naja, die kann kein Mensch ersteigen, wenn er kein Kletterzeug dabei hat, wer auch immer solche Stufenpyramiden baut. Und ja, die Leute, wie gesagt, laufen an euch vorbei, werfen dann oder legen dann eure Taschen, ja, an einem der Zelte ab und schauen euch dann an. Nach einiger Zeit, ich weiß nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist, vielleicht eine Minute, vielleicht waren es aber auch nur ein paar Sekunden, kommen mehrere Gestalten auf euch zu. Ein Du hast den Rucksack Mann, nochmal auf dem Rücken. eine Frau, die Frau in eine graue Robe gewandelt mit einem Stab, etwas älter, so um die 45 Jahre wird sie wohl sein. Der Mann hat eine Narbe im Gesicht und ist ja gekleidet wie ein Entdecker. Was auch immer sie da tun. Sie unterhalten sich kurz mit dem Hauptmann, mit dem Kalgar Schmiedegrim, wie er sich vorgestellt hat, bis dann alle drei auf euch zukommen. Meine Ja, und Damen, Rümer meine kommt einen Herren. Schritt vor, um klarzumachen, dass es anscheinend er der Ansprechpartner ist. Ja, der Mann, der aussieht wie ein Entdecker, schaut euch an, entdeckt dann dich als Anführer. Bonsoir, mes amis, je suis abt primas erstaunt und je me recrois de l'écolier ici. Ich darf Sie herzlich begrüßen bei uns. Ja? Ich Ich bin glaube, dem hat Primas auch ganz böse die Erreston, Zunge gebissen. Erzziegelbewahrer der Dragoniter. Seid doch eingeladen. Danke, im Namen der Herren Tavia. Vielen Dank. Die ja, etwas ältere Magierin neben euch spricht einmal laut oder im Arcanum Senserei. Sie schaut euch Rodrigo einmal beendet den Satz mit allesamt. dem: Weht dort ein Hauch von Zauberei. Du kannst sehen, wie sie lächelt, aber ihre Augen sind gerade ein bisschen trüb und ein bisschen blau. Du kannst es glitzern sehen. Dann schaut sie dich an. Hebt dann einmal ihren Stab, streckt ihn aus und es knallt. Irgendetwas hinter Rodrigo dir ist zuckt erstmal explodiert. so ein Stück zurück, als es knallt. Irgendetwas ist hinter dir explodiert. Dann schaut sie dich wieder an, ihre Augen werden klarer, die Trübe und das Blaue aus ihren Augen verlischt. Warum begleitet euch ein Gotongi? Ein was? Ein Spürdämon. Aber seid willkommen, ihr habt wohl einiges erlebt. Ja, wir sind einige Tage durch den Dschungel gezogen und müssen noch weiter. Magistra Ordinaria Controlaria Grittendraudups. Wo ist dein Dämon? Er ist eben gerade vergangen. Ihr wart wohl in Begleitung von, ja, irgendjemand wollte genau wissen, wo ihr seid und was ihr tut. Ihr solltet vielleicht etwas darauf achten. Wie ich sehe, habt ihr zwei Magier dabei. Sie schaut einmal an euch vorbei, entdeckt Kasim und auch Brindigian. Ja, Meister Brindisian, Warum warum sie habt ihr so das nicht guckt, dann müsste gesehen? sie eigentlich sagen drei Magier, denn schließlich leuchtet der Verdarius ja auch. Ah. Ja, aber der hat keinen Stab dabei. Ach ja, Deswegen gut, sagt sie nur stimmt. zweimal hier. Ja, ich werde darauf demnächst mehr Acht geben, dass das sofort schneller geklärt wird. Dank, hab Dank. Sagt Magierin oder Gelehrte Dame. mein Herr, der Drakoniker, habt ihr hier einen Anger? Etikette, das ist der Ort für Etikette. Wie spricht man diesen Mann an? Offensichtlich ist er hier sind der Hochgeweihte. Eure Exzellenz? Spricht Rodrigo Na, einmal das laut? fast richtig. Eure Eminenz.
Oh, aber das müssen wir erstmal mit einer Etikette prüfen. Kannst du oder Schwester sprichst du ihn an? Alle mit Bruder, Schwester ansprechen. Fuck. Möchtest du einen Ich Schicksalspunkt für... Ach, du hast ich keinen. hab keinen. Glück hast du auch nicht. Ja, Schicksalspunkt verbrannt. Eure Gewaltigkeit. Eure Gewaltig, eure Hesindigkeit. Eure Unheiligkeit. Nee, Moment, Moment, Moment. Ich bin noch im Eure Bellaria-Modus. Magnifizenz? Ja, Rodrigo, mit einem Stern weißt du sowas nicht. Das ist einfach Aber nicht ich hätte drin. auch eure Exzellenz falsch geraten. Und Brindigian ist einfach der Meinung, Bruder, Schwester passt immer. Krieg ich 14 Punkte Bonus, weil ich richtig geraten habe? Also die richtige, also jetzt nochmal für euch, der Abt Primas Erechthorn ist ein Erzsiegelbewahrer der Drakoniter. Das ist das allerhöchste Mitglied, nicht von der Gesindekirche, aber von den Drakonidern. Und er wird mit Eure Eminenz angesprochen. Das ist allerdings eine OT-Information. Dementsprechend könnt ihr machen, tun und lassen, was ihr wollt. Er hat ja gerade offen die Frage gestellt und Rondrigo hat offen gesagt, hier Eure Exzellenz, so Fragen in den Raum gestellt, er gesagt. Eure Eminenz wäre richtig gewesen, aber das kann man wohl sicherlich von einem Thulamiden doch Dochwalamischling nicht erwarten. Sehr interessant. Was verschlägt euch denn in die Dschungel von Maraskan? Was verschlägt euch nach Seta? Ach, Einfach sehr wir interessant. wollen gar nicht hierhin, wir wollen weiter marschieren. Nun, ihr dürft gerne bleiben, solange ihr wollt. Wir haben einiges an Vorräten hier. Darf ich denn fragen, wohin euch die Reise eigentlich geführt hat? Hinter uns liegt ja nur noch die steilen Ketten der Maraskanischen Berge. Genau, die wollen wir erklimmen. Zieht ihr auch kurz einmal hoch? Ah, dann seid ihr Söhne der Wagemut. Also gut, ruht euch etwas aus, wenn ihr mögt. Wir können gerne, des morgigen Tages ist etwas schon spät. Und während er das sagt, blickt er einmal nach oben und ihr könnt sehen, wie der Regen nach unten prasselt. Just wie er das gerade sagt. Warten wir doch einfach den Regen ab und dann könnt ihr euch etwas ausruhen. Wir werden euch ein, sagen wir, zwei Zelte stellen. Und wenn ihr euch etwas erholt habt, dann zwinkert er euch einmal zu. Dann reden wir morgen bei einem guten Glas Wein. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft. Ein Glas Wein, das wird ja immer himmlischer. Von da Rodrigo, aus sind wir nimmt. diesem Feld gestorben und in diesen Boronzhallen? Sehen so Boronzhallen aus? Ich weiß nicht, was euch auf dem Feld widerfahren ist, mein guter Freund. Aber nein, ihr seid offensichtlich nicht in Boronzhallen. Ihr lebt. Aber diese hier, eure Eminenz, verzeiht, ich hätte euren Titel kennen müssen. Diese Tochter, nun, sie wird die Reise in Borons Hallen antreten. Sagt, habt ihr etwas wie ein Borons-Anger hier? Nun, wir haben noch nicht begonnen damit hier. Selbstverständlich graben wir aber noch keine Bohrengräber. Ihr könnt dort hinten unsere Ausgrabung erkennen. Wir sind schon an dieser Statue. Wie lange ist das hier? 3 Monate. Aber selbstverständlich können wir euch eine Schaufel stellen und ich werde dafür sorgen, dass die Männer von Kalgar, Hauptmann Schmiedegrim, sie beerdigen, wenn ihr das bitte. Ich werde mich selbst darum kümmern. Das Blick nach oben. Wie ihr seht, trauert der Herr Effert um sie. Ich werde den Segen sprechen. So soll es geschehen. Und er überlegt, die Hand auf Ephodias Schultern. Kommt, wir gehen. Einen kurzen Moment abwarten. Wenn der Regen aufgehört hat, werden wir sie begraben. Bis dahin werde ich rausbekommen, wo wir eine Schaufel und alles herbekommen. Wen ist man in so einer Situation sauer? Rodrigo, sag mir das. Auf Brindigian? Das ist. Die Götter haben den Weg vorgezeichnet. Jeder kommt so weit, wie die Götter uns kommen lassen. Das ist meine Meinung. Aber dann können wir unser Schicksal ja nicht selbst bestimmen. Das tun wir auch nicht.
Wir können uns entscheiden, gegen den Pfad der Götter zu verstoßen, was falsch ist, aber wir können uns meines Erachtens noch nur in die Hände der Götter begeben. Das ist mein Tag noch. Das ist mein Tag noch vollkommen richtig. Ich sollte es ja wissen, aber manchmal fällt es mir schwer, ja, die Wege der Unergründlichen auch nur im Ansatz nachzuvollziehen. Es ist irgendwie so zufällig. Es ist nur dann zufällig, weil wir es nicht verstehen. Der Geist nicht die Großartigkeit der Götter fassen kann. Deswegen erscheint es für uns zufällig. Ich sehe hier wenig Großartiges. Der Dschungel ist doch wirklich wunderschön, wenn man ihn ansieht. Auch wenn das fangst du nicht auch noch so an. So wie du die Meer, so wie du das Meer anblickst und die Wunderschönheit entdeckst, sehen andere Leute nur, dass sie, wenn du Söhne anguckst, die ihren Vater verloren haben ans Meer, dann sehen die Söhne auch nur das grausame Meer. Oder etwa nicht. Aber es nährt sie auch. Oh, dieser Dschungel nährt hier keinen? Haben wir nicht irgendwas aus dem Dschungel herausgegessen? Ich glaube, dieser Dschungel nimmt mehr, als es ergibt. Das ist auch schon die Meinung einiger Leute zu dem Meer. Das ist eine sehr subjektive Meinung. Wie gesagt, wir können nicht die Großartigkeit der Götter erkennen. Ich denke, dass wir die Diskussion jetzt gerade schon unter uns führen, oder Christian? Rossi? Ja, also ihr seid dann mit dem gewiesenen Führer, das wird wohl der Hauptmann selber machen, der gute, straffe, aufrechte Schmiedegrimm, führt euch dann durch das ein oder andere Zelt. Und dann wird euch das eigene Zelt gewiesen, ein paar Söldner, die ihr dann rausschickt. Über euch weht dann das Banner des Seewolfs, die Flagge von Festung. Ich bitte ihn dann auch mal um zwei Schaufeln und dass er uns eine Stelle weisen lässt, wo wir graben dürfen, um die Frau zu vergraben als Grabstelle. Ja, direkt hinter dem Zelt wird euch dann so eine kleine Lichtung gewiesen. Hier ist tatsächlich eine ganze Menge an Farn auch weggeschnitten. Ihr seid euch nicht ganz sicher, vielleicht ist es auch so, dass hier an dieser Stelle wenig Moos wächst, was nach oben ragt. Das ist wohl alles ziemlich sauber abgetrennt, als ob hier irgendjemand mal mit einer Sense vorbeigegangen wäre. Wirklich hoch ist das Gras nicht. Blickt euch noch einmal um, könnt dann den Spaten in das frische Erdreich strecken und so eine kleine Grube ausbuddeln. Währenddessen könnt ihr immer noch die Rufe von den Leuten hören, die hier über die kleine Lichtung hallen. Arbeiter, die gerade dabei sind, eine Seilwinde zu installieren. Ein paar Einheimische oder Maraskaner, wie man sie eher nennen sollte, weil hier ist wohl keiner heimisch, zumindest kein Mensch. Wieder wird euch bewusst, wie winzig ihr seid im Vergleich zu dieser unglaublich riesigen Pyramide. Ja. Rodrigo wird zwischen den Bunden mal kurz eine Pause machen und Sari sehr, sehr genau durchsuchen. Ihre Sachen abtasten, wirklich auch Kragen, den Hut abtasten. Jede Stelle, denn er glaubt, dass sie vielleicht irgendwo einen Ring versteckt hat, den er ganz gerne mitnehmen möchte, um ihn zurückzugeben. Ein Ring, möglicherweise so einer wie seiner. Vielleicht gehört sie auch zur KGIA. Und so wird er auch an den Stellen suchen, wo man normalerweise nicht sucht. Aber wo man, wenn man durch Abtasten eben rausbekommt, dass da etwas sein kann. Sinnschärfe tasten. Wie geht das? Einfach Sinnschärfe proben. Also ich sag immer dann den Tastsinn oder den allgemein den Sinn dazu und in diesem Fall dann Tasten. Kann ja auch sein, dass du schlechte Tastfähigkeit hast, das gibt ja auch. Du kannst auf alle Fälle am Hut entlang gehen. Ja, sie hatte ja was davon gesagt, dass die Karten zurück zur KGIA müssen und vielleicht gibt es auch einen Agenten an Bord. Ist das Sari gewesen? Du findest keinen Ring. Aber du kannst mal eine Klugheitsprobe würfeln. Ich habe die Karten eingesteckt in den Rucksack und den Rucksack habe ich niemals abgegeben, deswegen alleine schon. Ist okay. Du weißt ja, dass neben den Vorräten, neben dem Brandöl, was ihr damals abgegeben habt, auch Vorräte dabei waren. Es könnte sein, dass diese Karten dass ihr die selber dorthin gebracht habt, von Gareth aus. Das könnte sein. Kannst du dir vorstellen? Ja, gut, klar. Also sie muss nicht unbedingt KGIA-Angehörige sein und du findest keinerlei Dinge, die sie ausweisen. Weder ein Ring, noch eine Tätowierung, noch irgendein anderes Symbol, was sich irgendwie damit in Verbindung bringt. Es könnte ja sein, dass es noch andere Ausweisungsstücke gibt, die dir vielleicht noch gar nicht bekannt sind. Ja.
Gut, dann wird die Frau sozusagen, ich habe sie ja nicht wirklich immer komplett ausgezogen, sondern nur stückweise Ja, sozusagen, dann wird sie auf jeden Fall wieder komplett angezogen und sanft in das Grab hineingelegt. In das, naja, fast schon seichte Grab. Wir haben wahrscheinlich nicht sehr tief gebuddelt, aber tief genug, um dass es keine Aasfresser anlocken sollte. Auch Rodrigo sieht ziemlich fertig aus, wenn er neben Ephordaios da steht und auf die tote Sari blickt, bevor sie vergraben ist. Es ist ziemlich anstrengend hier. Das ist das Härteste, was ich bisher je durchgemacht habe. Wenn dann die anderen dazukommen, um sich ein letztes Mal zu verabschieden, wird sich dann einfach daraus so ein Kopfende von dem Grab stellen. Ich glaube, das Grab ist ja jetzt draußen, oder? Das war nicht in dem Zelt. Ja, Genau, genau, wir sind draußen hinter außerhalb. dem Zelt und da könnt ihr dann so eine kleine, ja, so ein kleines Grab gebuddelt haben, was dann tief genug ist. Die Leute aus unserem Kommandotrupp stellen sich in so einem Halbkreis, in seinem Ohrensrad auf und ja, es wird plötzlich ganz still und macht auch das Gefühl, dass plötzlich weniger Geschrei aus dem umliegenden Dschungel kommt. Irgendwo setzt sich in der Ferne ein schwarzer Vogel auf einen der Dschungelbäume. Ein Rabe kann es eigentlich nicht sein, weil gibt es die hier überhaupt? Ja. Und dann beginnt einfach daraus seinem Grabsegen. Jaboron, du Unausweichlicher, diesen Menschen empfehle ich dir an. Ging von uns und wir zurückbleiben, wissen nicht, in welches der 12 göttlichen Paradiese ihre Seele Einlass begehrt. Schirme ihre sterbliche Hülle, auf dass ihr kein Unheil widerfahre, und sende Golgari aus, diese Seele zu finden und von Rhetorm zu führen. Lehnt sich nieder, greift eine Handvoll Erde und wirft sie ins Grab. Und dann sieht man in der Ferne, wie sich dieser schwarze Vogel von dem Dschungelbaum aufhebt und in die Lüfte steigt. Seite ran, kniet sich auch ab, nimmt eine Handvoll Erde, wirft sie auch symbolisch auf das Grab. Herr Boron, sei ihrer Seele gnädig. Und geht dann wieder zurück an die Position, wo er hergekommen ist. Erland tritt als nächstes vor. Eine Handvoll Erde. Schmeißt ihn da rein. Schweigt einen Moment. Sorgen wir dafür, dass es nicht umsonst war. Tritt wieder zurück. Ja, Brentigian geht auch an das Grab. Er schmeißt dann auch was rein, wie ihr das gemacht habt. Aber er ruft dann laut: Seht her, Bruderschwestern! Sari ist fort! Unsere Bruderschwester ist gegangen! Dann guckt er so ein bisschen fragend in eure Richtung. Wollt ihr anfangen? Ihr kanntet sie besser. Sage etwas leise und dann stelle ich wieder zurück in die Reihe. Wir werden das nach unseren Bräuchen regeln, nicht nach deinen. Ja, der Brindisian guckt ein bisschen fragend, aber stellt sich dann wieder in die Reihe. Nach und nach kommen auch die anderen Mannschaftsmitglieder an das Grab getreten. Ihr könnt spüren, wie die Leute traurig sind. Sie haben sie etwas länger gekannt. Gerade Viborn, der ja schon seit ja, einiger Zeit auf dem Schiff ist. Und wohl auch Sari, die ja, etwas länger an der Seite von dem großartigen Admiral gedient hat, der jetzt kein Admiral mehr ist, sondern nur noch ein einfacher Kapitän. Die Leute sagen wenig, sind alle sehr gerührt, bis auf Viborn, der ja sehr ruhig wirkt, aufgeklärt. Er scheint etwas ja, verändert. Euch fällt wieder auf, dass er das Grab zu suchen scheint, auch wenn er davor steht, aber dann wird auch er die
ja, viele Worte sprechen und das eine oder andere aus ihrem Leben berichten. Nicht so sehr Heldentaten, sondern ja, er kannte sie wohl etwas besser. Sie schienen wohl auch aus Gare zu kommen. Er weiß auch, dass sie seit einiger Zeit das Wasser wohl gar nicht so sehr vertragen hat und vielleicht deswegen mitgekommen ist. Gar nicht so sehr, weil sie auf Maraskan die Navigatorin spielen wollte, sondern weil sie am Jahresfieber gekränkelt hat und runter musste. Was die Sache noch etwas tragischer macht. Er denkt an ihre keksige Stimme, die sie so einzigartig gemacht hat, wenn sie dort oben auf dem Achterdeck stand. Wenn sie gelacht hat, kam das besonders zum Tragen ihrer Stimme. Weinen wird er nicht. Und stellt sich dann nach ja, einigen Worten, dem er aus ihrem Leben erzählt, so ungefähr 5 Minuten, stellt er sich wieder zurück. Wenn die Zeremonie vorbei ist und Rodrigo nimmt die Schaufel in die Hand, um das letzte bisschen darüber zu schaufeln, dass das Loch wieder komplett zugeht. Schaut zu den anderen. Begebt euch in die Zelte, ruht euch aus. Und stößt den Spaten in die Erde, um das Grab komplett, die letzten Schaufelreste zuzuschaufeln. In eurem Zelt, wenn ihr wieder zurückkommt, könnt ihr sehen, wie ein ziemlich großes Wasserfass bereits dort aufgestellt worden ist, direkt in der Mitte. Man hat sich gar nicht bemüht, da irgendeinen Ausschank hineinzuschlagen, damit ihr da dann Wasser zapfen könnt, sondern man hat einfach den Deckel abgenommen, sodass ihr eure Becher, die euch dann gereicht werden, vollfüllen könnt. Trinkt einen Schluck nach dem anderen. Könnt sehen, wie hier wohl, ja, schläft nicht wirklich auf dem Boden, sondern in Feldbetten, die hier aufgestellt sind. Ihr legt euch nieder, zieht noch eine Decke nach oben, auch wenn es nicht unbedingt kalt ist, aber vielleicht einfach zum Schutz. Und ehe ihr euch es verseht, seid ihr eingeschlafen. Ihr seid euch gar nicht sicher, ob es in der Nacht irgendwelche Schreie gab von Vögeln, von Affen. Ihr wisst es nicht. Ihr habt zum allerersten Mal seit langer, langer Zeit normal geschlafen, habt euch normal erholt und die stechenden Kopfschmerzen verschwinden etwas. Ihr dürft 2 Punkte von eurem temporären Jähzorn abbauen und normal regenerieren. Am nächsten Tage erwacht ihr. Ihr seid euch nicht ganz sicher, wie, ja, wie die Sonne schon im Himmel steht, aber ihr werdet wach durch die Rufe von den Arbeitern, weitere Dinge, die aufgebaut werden, abgebaut werden, an der einen oder anderen Stelle installieren die da Kräne. Ihr könnt das dann durch die Zeltplane sehen. Irgendetwas schweres, schweres Gerät, was sie hier aufgebahrt haben. Wer auch immer diese Expedition finanziert und diese unglaublichen Mengen an Söldnern. Aber irgendjemandem muss hier eine ganze Menge daran liegen, dass für diese exische Kultstätte kartografiert wird, archiviert wird. Rodrigo Ja. macht das, was er sonst auch macht. Er schlägt seine Stiefel aus, kontrolliert seine Stiefel, räumt seinen Rucksack aus, kontrolliert seinen Rucksack, räumt seinen Rucksack wieder ein, zählt alles durch und erst dann wird er irgendwelche Schritte machen, um aus dem Zelt herauszukommen. Jalan zieht sich an, richtet sich halbwegs her. Ja, nimmt das nicht gar so verschlissene Hemd aus der Tasche. Macht sich frisch ans Werk, auf ins Lager. Ganz am Morgen, bevor alle auseinanderstehen oder irgendwo hinlaufen, würde Brindija nochmal das Gespräch mit euch suchen. Ich habe gestern Abend Helmogen behandelt. Offensichtlich ist er, hat er irgendeine Krankheit von den ganzen Mücken aus dem Dschungel.
Er fühlt sich sehr schwach und ich habe ihm geraten, hier zu bleiben. Okay. Er wird uns nicht ins Gebirge folgen. Das ist vielleicht gesünder. Für ihn. Gut. Ephagin, darf ich dich nochmal sprechen? Natürlich. Du bist nicht Ephagin. Stimmt. Ephagin, Helmut Jin, bist du? Nee, ich bin Gilligin. Er ist Gilligin. Gilligin, ah, Entschuldigung. Ja, ich komme auch oft durcheinander mit den ganzen Tarnnamen. Ja, Ephadaios. Ja, ich wollte auch noch mit euch reden, Brindy Gian. Lassen wir die anderen erst einmal gehen. Gut, gut. Lasst uns unter vier Augen sprechen. Habt ihr vor, also wenn dann alle aus dem Zelt raus sind, habt ihr vor, uns noch weiter zu der Mine zu führen? Sicher, ich werde euch bis dorthin begleiten. Hm. Solange ihr dort noch hin wollt. Ja, das wollen wir. Und einfach daraus, pack dich an deiner Robe und heb dich etwas hoch. Oder möchtest, ich weiß nicht, ob du dich da wehrst. Ich schrecke wahrscheinlich erstmal zurück, aber werde mich nicht aktiv wehren, ne. Merkt ihr, das Gras, dass so etwas nie wieder passiert. Bruder, Schwester, du bist zu Recht zornig auf mich. Es war schließlich meine Aufgabe als euer Führer, aber nun, leider bin ich auch nur ein Mensch und nicht so vollkommen wie die gesamte Schöpfung Ruhrs. Ich kann es verstehen, dass du zornig auf mich bist, aber ich bin ein Mensch und leider passieren ja auch solche Fehler. Hm. Deswegen wollte ich ohnehin mit dir sprechen, um mich dafür zu entschuldigen. Bin nicht zornig auf dich. Noch bin ich zornig auf mich, noch bin ich zornig auf Effert. Aber nun, eines Tages werde ich hoffentlich einen Schimmer ihres großen Plans sehen und verstehen und nun, ja. Sicherlich war es ohnehin Ruas Plan, dass Sari gestern zu Bruder Boron geht. Sonst wäre das nicht passiert. Die schwersten Lektionen sind häufig die wichtigsten und am schwierigsten zu lernen. Gut. Kannst du auf jeden Fall sicher sein, dass ich versuchen werde, solche Dinge früher zu sehen. Aber ich kann auch nicht ausschließen, dass es in Zukunft noch einmal vorkommen würde, dass ich etwas übersehe. Wie gesagt, ich bin nur ein Mensch, ich habe nicht die vollkommene Weisheit Ruhrs. Genauso wenig ich. Nun, lass uns nach den anderen sehen. Ich möchte wissen, was es mit dieser Pyramide auf sich hat. Gut, dann lass uns gehen, das interessiert mich auch.